Eventuell habt ihr in den letzten Tagen mal verfolgt, was der Flugzeughersteller Boeing alles so veröffentlicht. Auf allen möglichen Social-Media-Kanälen sind die da unterwegs, auch unter anderem auf YouTube. Und da wurde jetzt darauf hingewiesen, oder der Chef hat quasi erzählt, dass man wohl mit dem Software-Update der 737 MAX schon relativ weit ist. Man ist wohl kurz davor, das Flugzeug mit diesem Software-Update wieder in die Luft zu bekommen bei den Fluggesellschaften, denn die Maschine an sich hat wohl bei Boeing selbst aktuell schon über 200 Testflugstunden mit dem Software-Update hinter sich. Und das scheint die Piloten, die Ingenieure und auch den Chef selbst zufriedenzustellen. Als nächstes geht es dann mit diesem Flugzeug in die Zulassung. Man wird das System dann neu zulassen müssen und das wird aller Voraussicht nach noch ein paar Wochen in Anspruch nehmen. Aber schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Währenddessen schaut sich eine der größten amerikanischen Fluggesellschaften, eine der größten Fluggesellschaften der Welt und wohl mit einer der treuesten Boeing-Kunden überhaupt, mal um, was es sonst noch so für Flugzeugtypen auf dem Markt gibt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Da sprechen wir heute mal ganz ausführlich drüber und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es passiert gerade echt eine ganze Menge und das, was man aktuell über Boeing lesen und hören kann, wenn man denn möchte, ist teilweise wirklich schwer zu glauben, finde ich zumindest. Und das wird auf jeden Fall auch Konsequenzen haben. Wie genau diese Konsequenzen aussehen, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht. Und die Meinungen dazu, die gehen auch hier bei euch und im Internet generell sehr stark auseinander. Das geht von, ach, in einer Woche hat das eh jeder wieder vergessen, interessiert doch niemanden und das Flugzeug wird schon fliegen, bis zu, das ist jetzt das Ende von Boeing. Die Wahrheit, die liegt höchstwahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber unterschätzen sollte man diese Nummer ganz bestimmt nicht. Man hat bei Boeing in den letzten Jahren bei den aktuell veröffentlichten Modellen mehr oder weniger bewusst wohl klare Entscheidungen getroffen, aus Geldgründen auf Kosten der Sicherheit, wie sich jetzt herausgestellt hat. Eine wirklich andere Beschreibung fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein. Und das geht gegen jegliche Prinzipien in der modernen Fliegerei und ist wirklich ein hartes Stück. Das wieder umzubiegen, das wieder gerade zu biegen, das dürfte alles andere als einfach sein. Und wir befinden uns in der Passagierfliegerei. Und ich habe das schon mal gesagt, der Passagier ist hier natürlich sehr, sehr indirekt, aber er ist doch durchaus beteiligt an der Entscheidung, ob ein bestimmtes Verkehrsflugzeug, ob ein bestimmter Flugzeugtyp wirklich erfolgreich werden kann oder eben nicht. Und jetzt habe ich mehrfach im Internet gelesen, dass diese ganze Geschichte, die da gerade abgeht mit der 737 MAX, das interessiert doch in 1 bis 2 Wochen eh niemanden mehr. Und gerade für die Leute, die vielleicht einmal im Jahr in den Urlaub fliegen, die interessieren sich doch auch nicht dafür, mit welchem Flugzeugtypen sie da durch die Gegend eiern. Und genau das glaube ich eben gerade nicht. So ausführlich, wie dieses ganze Thema Boeing 737 MAX jetzt in den letzten Wochen in den Medien breitgetreten wurde, da weiß ich doch als Passagier, der sich echt 0,0 für Flugzeuge interessiert, dem das echt vollkommen egal ist, mit welcher Schüssel er da nach Malle fliegt, da weiß ich doch eine Sache. Und zwar, dass ich nicht mit dieser 737 MAX von Boeing fliegen möchte, weil das hat mir Jan Hofer gestern Abend noch in der Tagesschau gesagt, dass damit irgendwas nicht in Ordnung ist. Und versteht mich da bitte wirklich nicht falsch. Ich hoffe selbstverständlich, dass Boeing aus dieser Nummer innerhalb kürzester Zeit wieder rauskommt, dass diese Maschine innerhalb kürzester Zeit wieder als sicheres Flugzeug gilt und auch als sicheres Flugzeug am Himmel unterwegs sein kann. Aber im Moment reiht sich da eher eine unschöne Nachricht über den Flugzeughersteller hinter die andere und diese Nachrichten, die möchten wie gesagt erstmal gerade gebogen werden. Und weil das Ganze nun mal Passagierfliegerei ist und es da eben nicht nur um die Performance des Flugzeuges geht und wie viel Gewicht das Ding jetzt von A nach B schleppen kann, sondern da eben auch diese emotionale Komponente durchaus mit drin hängt, sollten Fluggesellschaften oder lohnt es sich für Fluggesellschaften auch mit einer sicheren 737 durchaus mal darüber nachzudenken, welche Maschine sie ihren Kunden jetzt da hinstellen möchten. Und jetzt haben wir da Southwest Airlines, wohl mit der treueste Boeing-Kunde, den es überhaupt gibt. Und diese Fluggesellschaft, dazu mal ein kleiner Exkurs, die gibt es seit 1967. Southwest Airlines ist ganz offiziell die zweite Low-Cost-Airline, die zweite wirkliche Low-Cost-Airline, die es überhaupt jemals gab. Und aktuell ist es auch die älteste, wirklich auf billig getrimmte Fluggesellschaft. Und es ist eine Fluggesellschaft mit einem wirklich sympathischen Pluspunkt. Southwest Airlines ist so billig, wie sie es zum aktuellen Zeitpunkt sind, weil diese Fluggesellschaft einfach wahnsinnig clever gestrickt ist. Die Leute werden dort in Ordnung bezahlt, die Passagiere sind sehr zufrieden mit dieser Fluggesellschaft und Southwest Airlines gilt als wahnsinnig sicher. Die Zwischenfälle, die diese Fluggesellschaft hatte, die kann man wirklich an einer Hand abzählen. An Bord, aufgrund eines Zwischenfalls getötet, wurde bei dieser Fluggesellschaft erst eine einzige Person. Das war im letzten Jahr, den Zwischenfall, den habt ihr bestimmt noch im Kopf. Und zwar eine 737 der Southwest Airlines war unterwegs in Reiseflughöhe, dann hat sich eines der beiden Triebwerke zerlegt, das linke Triebwerk. Triebwerksteile sind in Richtung Passagierkabine geflogen, haben dort ein Passagierfenster zerstört und die dahinter sitzende Person getötet.
Des Weiteren gab es dann noch im Jahr 2005 einen schweren Zwischenfall bei dieser Fluggesellschaft. Dabei ist in Chicago eine 737-700 über die Piste hinausgerutscht und hat dann auf einer viel befahrenen Straße ein Auto getroffen und an Bord des Autos einen Jungen getötet. Mehr Fälle mit Todesopfern gibt es bei dieser Fluggesellschaft nicht und das in all den Jahren und das ist tatsächlich eine sehr gute Bilanz. Aber nochmal zurück auf Anfang. Wirklich den Betrieb aufgenommen hat Southwest Airlines im Jahr 1971 und das mit einer Boeing 737-200. Ja, und dann ab 1973 hat die Fluggesellschaft schon richtig gut funktioniert, hat ab da Geld verdient und das hat sich in all den Jahren auch nicht geändert. Ab 1973 bis heute hat die Fluggesellschaft in jedem Jahr Gewinn gemacht. Ununterbrochen. Nach der Boeing 737-200 wurde Southwest Airlines dann Erstkunde für die 737-300, danach Erstkunde für die 737-500 und danach dann Erstkunde für die 737-700. Also ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Bei dieser Fluggesellschaft ist auf jeden Fall der Flugzeugtyp 737 sehr angesagt. Heute fliegt Southwest Airlines mit über 750 Boeing 737 in der Flotte durch die Gegend. Damit ist man größter Betreiber des Flugzeugtypen 737 auf der ganzen Welt. Und genauer gesagt sind es 513 737-700, 207 737-800 und 34 737 MAX 8, die sich aktuell in der Flotte der Southwest Airlines befinden, obwohl man dazu sagen muss, dass letztere zum aktuellen Zeitpunkt ja nicht fliegen, sondern am Boden geparkt werden. Also ist ohne Zweifel eine Fluggesellschaft, bei der wirklich alles ausnahmslos auf die Boeing 737 ausgerichtet ist. Und die hatten auch nie einen anderen Flugzeugtypen, außer mal kurzzeitig, ist aber auch schon wieder ewig her, drei geleaste Boeing 727. Ja, jetzt ist natürlich völlig klar, bei Southwest Airlines wird dauerhaft überprüft, in welchen Mengen man welches Flugzeug gut gebrauchen kann. Und dann wird wirklich langfristig geplant und auch in wirklich großen Mengen werden dann Flugzeuge bestellt. Und das waren bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest immer absolut sichere Großaufträge für den Flugzeughersteller Boeing. Man hat beispielsweise 170 737 MAX 8 und dazu noch 30 737 MAX 7 fest bestellt. Die MAX 7 wäre dann auch ab diesem Jahr in die Flotte der Southwest Airlines gekommen. 737 MAX 8 haben sie ja schon. Und das ist bei dieser Fluggesellschaft selbstverständlich ein immer weiter laufender Prozess. Also man wächst natürlich auch immer weiter, aber vom Ding her kauft man vor allem deswegen neue Flugzeuge, damit man alte Maschinen endlich ablösen kann. Die älteste Maschine, die Southwest Airlines zu diesem Zeitpunkt noch betreibt, ist beispielsweise eine 22 Jahre alte 737-700. Das Flugzeug, das fliegt da tatsächlich schon so lange und das immer ja auf Kurz- und Mittelstrecke und da wird der Flieger schon ganz schön weit vorne sein, was das Thema Landung und Flugstunden angeht. Die Maschine hat aber einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber der jüngsten Maschine, die sich in der Flotte der Southwest Airlines befindet, eine 6 Wochen alte 737 MAX 8. Und zwar während das 22 Jahre alte Flugzeug dann noch munter durch die Gegend fliegt, steht das neue Flugzeug am Boden und ist eingemottet und wird dort erstmal geparkt. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. So lange nur Boeing 737, da ist es auch klar, dass auch zwei Abstürze nicht die langfristige Planung dieser Fluggesellschaft einfach mal so über den Haufen werfen können. Nichtsdestotrotz lohnt es sich auch für eine solche Fluggesellschaft immer und vielleicht gerade jetzt mal zu schauen, was denn auch so die anderen Flugzeugbauer auf dieser Welt noch so für Flugzeuge auf den Markt schmeißen. Laut dem aktuellen Bericht eines amerikanischen Finanzmagazins hat die Fluggesellschaft dafür jetzt eine Truppe von wichtigen Leuten, unter anderem auch ein paar Manager, direkt mal nach Europa geschickt, um sich mal einen bestimmten Flugzeugtypen von Airbus anzuschauen. Und das machen die bei einem Betreiber direkt vor Ort. Welcher Betreiber das jetzt genau ist, das wissen wir leider nicht. Allerdings gibt es für diesen Flugzeugtypen hier in Europa noch nicht so wahnsinnig viele Betreiber. Und zwar handelt es sich dabei um den Airbus A220, also die ehemalige C-Series. Und da befinden sich jetzt wohl gerade Leute der Southwest Airlines direkt bei einer Fluggesellschaft vor Ort und schauen sich mal an, wie dieser Flugzeugtyp jetzt eventuell auch zu einer Southwest Airlines passen könnte. Damit macht die Fluggesellschaft erst einmal selbstverständlich nichts Ungewöhnliches. Es ist ja nur normal und clever, sich anzuschauen oder immer ein Auge darauf zu haben, welche Flugzeuge in welchen Mengen am Markt gerade verfügbar sind und inwiefern welches Flugzeug eventuell besser funktionieren könnte als der Flugzeugtyp, den man aktuell in der Flotte betreibt. Auch eine Southwest Airlines kauft ganz sicher nicht einfach so aus Prinzip mal eben über 750 Boeing 737 und betreibt die dann, sondern die haben das Flugzeug in ihrer Flotte, weil das bis jetzt einfach immer die beste Option für diese Fluggesellschaft war. Aber der Airbus A220, ehemals Bombardier C-Series, der bringt schon einige sehr interessante und sehr gute Punkte auch für diese Fluggesellschaft mit. Dabei ist natürlich erst einmal völlig klar, dass ein zweiter Flugzeugtyp, auch bei einer Southwest Airlines, die da sicherlich genug Geld für hat,
erst einmal mehr Komplexität in das Unternehmen bringen würde. Und mehr Komplexität kostet auch erst einmal ganz viel Geld. Auf der anderen Seite macht man sich aber auch etwas unabhängig von einem bestimmten Flugzeugtypen. Jetzt beispielsweise wäre das gar nicht mal so schlecht. Im Moment sind es vielleicht in Anführungszeichen nur 34 Boeing 737 MAX 8 oder mit den ausgelieferten Maschinen, die jetzt noch eventuell dazugekommen wären, vielleicht etwa 40 Maschinen, die man am Boden lassen muss. Aber wäre diese ganze 737 MAX Aktion jetzt vielleicht einige Monate später erst ins Rollen gekommen, dann macht das schon einen großen Unterschied, ob die Fluggesellschaft mit 800 Flugzeugen oder nur noch mit 650 unterwegs ist. Dazu kommt der Airbus A220-300, also die ehemalige CS-300 von Bombardier. Das Flugzeug ist der 737 MAX 7 sowie auch dem Airbus A319neo auf jeden Fall, was das Thema Effizienz betrifft, überlegen. Das kann man gar nicht anders sagen. Die Maschine kann bis zu 160 Sitzplätze beherbergen, schon mal eine ganze Menge. Für Southwest Airlines wären wahrscheinlich um die 150, vielleicht etwas weniger Sitze perfekt. Damit könnte man durchaus perfekt die 737-700 oder vielleicht sogar die 737 MAX 7 austauschen, ersetzen, wie auch immer. Der große Vorteil an diesem Flugzeug ist einfach, dass Airbus sich mit dem A220 oder mit der C-Series, wie auch immer, ein Flugzeug ins Haus geholt hat, das genau für diesen Kapazitätsbereich entwickelt wurde. Das wurde genau dafür gebaut. Dazu ist das Ding günstiger als der A319 oder die 737. Es passt einfach besser auf diese Strecken als die Mittelstreckenflugzeuge von Airbus oder Boeing. Jetzt ist das Thema Effizienz aber selbstverständlich nicht der einzige Punkt, der da jetzt interessant ist für einen eventuell neuen Flugzeugtypen. Also ist sicherlich einer mit der Hauptgründe, aber eben nicht der einzige Punkt. Da spielt zum Beispiel noch rein, dass Southwest Airlines auf jeden Fall schnell verfügbare Flugzeuge braucht, schnell verfügbare Bestellslots und vor allem Flugzeuge zu guten Preisen. Und das ist eventuell eine Chance für Airbus, die jetzt vielleicht durchaus mal das Beste an Konditionen rausgeben sollten, was sie gerade so zur Verfügung haben. Und dann sollten sie eventuell auch direkt noch mal ein bisschen Gas geben, was den Bau des A220 im Airbus-Werk in Alabama, also in den USA, angeht. Denn da soll das Flugzeug ja jetzt bald hauptsächlich produziert werden. Ja, und dann könnte das doch durchaus interessant werden für Southwest Airlines. Und was wäre das bitte für eine Riesenaktion, wenn Southwest Airlines jetzt nach Jahren nur Boeing auf einmal auf einen Airbus umsteigen würde. Oder nicht umsteigen, aber einen zweiten Flugzeugtypen, und zwar ein Airbus, ein europäisches Flugzeug, zu ihnen in die USA in die Flotte holen würde. Sollte die Fluggesellschaft jetzt aber aus welchen Gründen auch immer zu dem Entschluss kommen, dass sie mit dem A220 nichts anfangen können und auf jeden Fall mehr 737 MAX haben möchten, dann könnte Southwest Airlines eventuell sogar von dem Absturz der beiden Maschinen profitieren. Denn Fluggesellschaften wie Lion Air oder eben Ethiopian Airlines, die beiden Fluggesellschaften, die von den Abstürzen jetzt direkt betroffen waren, haben schon angekündigt, dass sie so ein bisschen weniger Flugzeuge davon haben möchten oder eventuell sogar Bestellungen ganz stornieren könnten. Und das bedeutet, dass dann eventuell wieder Bestellslots frei werden, in die die Southwest Airlines dann rücken könnte. So können sie auch schneller an die 737 MAX kommen. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für die 737 MAX. Wie dem auch sei, ich finde das auf jeden Fall höchst spannend. Jetzt hat man hier eine Fluggesellschaft, die ein absolut treuer Boeing-Kunde ist und die sich auch eigentlich nicht vorstellen kann, von der 737 wegzugehen bzw. ein alternatives Flugzeug zu besorgen. Das hat der Chef der Fluggesellschaft so Anfang März noch gesagt. Das war kurz vor dem zweiten Absturz der 737 MAX. Ja, und jetzt schaut man sich, und da bin ich mir ganz sicher, man schaut sich absolut ernst ein Flugzeug Typen an, der tatsächlich eine gute Alternative zu 737 MAX 7 oder eine gute Ablöse für über 500 737-700 darstellen könnte. Da gibt es, ist ja völlig klar, sicherlich noch eine ganze Menge zu besprechen. Das ist ja noch nicht mal annähernd safe, was da gerade abgeht. Da gibt es noch ganz viel zu bewerten, ob das wirklich passt oder nicht. Aber die Idee von diesem Flugzeugtypen, die steht auf jeden Fall schon mal im Raum. Und das, finde ich zumindest, ist sehr symbolisch dafür, für die Größe und für die Menge an Konsequenzen, die da noch auf Boeing zukommen könnten. Einen wichtigen Punkt darf man jetzt aber nicht vergessen, der vielleicht auch so ein bisschen dafür sorgt, dass wir hier, ganz doof gesagt, in Europa das gar nicht so richtig bewerten können. Und zwar hat ein Airbus in den Vereinigten Staaten durchaus einen anderen Stand, als wir das hierzulande kennen. Vielleicht erinnert ihr euch da noch an diese Geschichte mit den Subventionen, mit den möglicherweise dagewesenen Subventionen für die C-Series, die eventuell dazu geführt haben könnten, dass Delta Airlines sich für dieses Flugzeug entschieden hat und nicht für ein Konkurrenzmodell von Boeing. Auf die Effizienz oder sowas haben die bestimmt gar nicht geachtet. Das war auf jeden Fall eine Riesengeschichte und das hätte der C-Series fast über 200% Strafzölle in den USA beschert. Die Geschichte ist mittlerweile zum Glück wieder durchs Gericht gegangen und die haben entschieden, das ist Blödsinn und haben das Ganze dann fallen lassen. Also da gibt es jetzt nicht solche Strafzölle. Aber nichtsdestotrotz, der europäische Flugzeugbauer Airbus gilt wohl ab und an mal in den Vereinigten Staaten als etwas unfair. Und dann greift man wieder, ganz doof in Anführungszeichen, dann greift man lieber auf seine eigenen Flugzeuge zurück.
Ja, gut, aber Delta Airlines hat es wie gesagt vorgemacht mit dem A220, ist mit diesem Flugzeug scheinbar auch sehr zufrieden und wird dort noch weitere Maschinen bestellen, aller Voraussicht nach. Und mich würde es nicht wundern, wenn Southwest Airlines da auch nachzieht. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Lasst mir da gerne mal ein paar Kommentare da, da freue ich mich drüber. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Feedback zum Video. Diese Pullover hier, die gibt es unter den Videos. Schaut da gerne mal vorbei, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.